Hey, hallo! In diesem Video erkläre ich dir, was man unter der Konsenstheorie und einem Diskurs nach Jürgen Habermas versteht. Und los geht's! Es ist eine Situation, die dir vielleicht auch bekannt vorkommt. Eine Entscheidung muss gefällt werden. Unterschiedliche Meinungen und Positionen treffen aufeinander. Mitunter geht es hitzig her. Es wird laut. Jede Person versucht, ihren Standpunkt deutlich zu machen. Aber so richtig geht es nicht voran. Die Diskussion hat sich festgefahren. Um eine Lösung zu finden, beginnt man, Argumente zu sammeln. Man gewichtet sie, hinterfragt einzelne Punkte, diskutiert mit anderen Personen erneut darüber. Man lässt sich vielleicht auch auf Kompromisse ein. Am Ende findet man eine Lösung, man trifft eine Entscheidung. Und wenn es eine Entscheidung ist, mit der alle einigermaßen leben können, dann ist man nicht nur stolz auf das Erreichte, sondern dann steht hinter dieser Entscheidung höchstwahrscheinlich ein sogenannter Konsens. Damit mehrere Menschen mit ihren unterschiedlichen Positionen eine Entscheidung treffen können, müssen sie im Idealfall einen Konsens finden. Konsens bedeutet erst einmal nichts anderes als Übereinstimmung. Dabei geht es um eine gewisse Übereinstimmung von unterschiedlichen Meinungen. Und diese Übereinstimmung, dieser Konsens, verkörpert in diesem Moment die Wahrheit bezüglich eines Sachverhalts. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas bringt es im Hinblick auf die Konsenstheorie knapp auf den Punkt. Etwas ist also dann wahr, wenn Einigkeit darüber erzielt wurde. Wichtig ist dabei, dass sich nicht irgendwelche Menschen hinsichtlich eines Sachverhalts geeinigt haben, sondern vernünftige Menschen. Dies führt uns unmittelbar zu einer wichtigen Frage. Wann kann man einen Menschen denn als einen vernünftigen Menschen bezeichnen? Nach Habermas ist ein Mensch genau dann ein vernünftiger Mensch, wenn er seine Meinung bzw. Position mit Argumenten begründen kann. Diese Argumente sollten aus dem Verstand bzw. der Vernunft entstammen. Bei der Diskussion mit anderen Menschen sollte auf dem Weg zu einem Konsens, also zu einer Einigkeit, nur der zwanglose Zwang des besseren Arguments zählen. Wie findet man nun aber heraus, was das bessere Argument ist? Und wie sollte so eine Diskussion ablaufen? Habermas verdeutlicht, dass ein richtiger Konsens nur in einem ganz bestimmten sprachlichen Austausch zwischen Menschen gefunden werden kann. Er nennt diese Kommunikationssituation, dieses Gespräch, diese Erörterung Diskurs. Und die Weltanschauung, die auf den Prinzipien dieses Diskurses aufbaut, bezeichnet er als Diskursethik. Schauen wir uns an, wie sich Habermas solch einen Diskurs überhaupt vorgestellt hat. Zunächst ist zu sagen, dass der Diskurs nach Habermas eigenen Worten eine ideale Sprechsituation darstellt. Ideal deshalb, weil folgende vier Bedingungen gelten. A. Gleichberechtigung. Jeder Mensch, der sprechen kann, kann an einem Diskurs teilnehmen und ist mit den anderen Teilnehmern absolut gleichberechtigt. B. Freiheit. Auf die Teilnehmer des Diskurses darf weder von innen noch von außen irgendein Zwang ausgeübt werden, sodass einige Diskursteilnehmer sich vielleicht für eine Position einsetzen, die sie in Wahrheit gar nicht vertreten. Solch einen Zwang könnten vor allem auch Geldgeschenke oder Spenden auslösen. C. Konsensorientierung. Alle, die am Diskurs teilnehmen, wollen ernsthaft die Wahrheit finden, beziehungsweise ein Problem bestmöglich lösen. Deshalb sind alle daran interessiert, im gemeinsamen Gespräch, welches aus dem Austausch von Argumenten besteht, einen Konsens zu finden. D. Wissenschaftlichkeit. Alle Diskursteilnehmer müssen zumindest theoretisch dazu in der Lage sein, die Argumente logisch nachzuvollziehen. Und damit man diese Argumente nachvollziehen kann, benötigt man zum einen seinen Verstand, seine Logik, und zum anderen muss man sich untereinander sprachlich verständlich ausdrücken. Habermas spricht davon, dass vier Geltungsansprüche in einem Gespräch gelten müssen. Sonst scheitert die Kommunikation.
Erstens Verständlichkeit, zweitens Wahrheit, drittens Wahrhaftigkeit und viertens Richtigkeit. Wenn diese vier Punkte nicht gelten, also diese Anforderungen nicht erfüllt sind, verstehen sich die Menschen untereinander in einem Gespräch nicht wirklich. Und demzufolge kann ein Diskurs nur scheitern und ein richtiger Konsens kann nicht gefunden werden. Machen wir uns diese vier Geltungsansprüche anhand eines Beispiels verständlicher. Nehmen wir uns die Aussage, es ist gut, Spenden für Menschen in Not zu sammeln. Der Diskurs kann scheitern, wenn zum Beispiel mit folgenden Aussagen die vier Geltungsansprüche in Frage gestellt werden. Zur Verständlichkeit: Ich weiß gar nicht, was eine Spende ist. Oder: Ich weiß gar nicht, was Not bedeutet. Zur Wahrheit: Es gibt keine Menschen, die in Not sind. Zur Wahrhaftigkeit: Sie wissen doch genau, dass diese Aussage falsch ist. Zur Richtigkeit: Menschen in Not werden vom Staat ausreichend versorgt. Spenden sind eine unnütze Ausgabe für andere Menschen. Eine Aussage im konsensorientierten Diskurs kann also nur dann von allen Teilnehmern als wahr angesehen werden, wenn diese vier Anforderungen an ein Gespräch nicht angezweifelt werden. Hinzu kommen noch die vier Bedingungen einer idealen Sprechsituation, also eines Diskurses, die ich vorhin erläutert habe. Wir erweitern also im Sinne Habermas seine Aussage. Etwas ist also dann wahr, wenn Einigkeit darüber im Diskurs unter Einhaltung der Diskursregeln bzw. Diskursbedingungen und Gesprächsanforderungen erzielt wurde. Also noch einmal einfacher ausgedrückt, wenn alle Diskursteilnehmer die Wahrheit, die in der bestmöglichen Gesprächssituation gefunden wurde, akzeptieren. Dabei ist zu beachten, dass solch eine Wahrheit immer nur eine vorläufige Gültigkeit besitzt. Das heißt, dass man theoretisch mit einem anderen Diskurs zu einer anderen Zeit zu einer anderen Wahrheit gelangen kann. Wissen und vor allem Wahrheit ist nie absolut. An der Stelle fällt uns jetzt ganz besonders auf, was eben diese Konsenstheorie auf keinen Fall ist. Es geht nie um das Finden und die Einigung auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern um die grundlegende Klärung mitunter komplexer Sachverhalte. Darüber hinaus kann man die Konsenstheorie auch nicht zwingend als eine Theorie der Mehrheit bezeichnen, die sich auf etwas Bestimmtes geeinigt hat. Ob dieser Mehrheitsbeschluss wirklich in einer idealen Sprechsituation unter Berücksichtigung der vier Bedingungen für einen idealen Diskurs und der vier Geltungsansprüche gefunden wurde, bleibt fraglich. Ein Konsens unter Menschen ist noch keine Wahrheit und ist erst recht nicht das, was die Konsenstheorie meint. Ganz nebenbei ergibt sich hier natürlich auch die Frage, inwiefern Volksabstimmungen wirklich legitim sind, wenn vorher zum Beispiel die Frage der Verständlichkeit nicht umfassend für alle Bürger geklärt wurde. Positiv an der Konsenstheorie nach Jürgen Habermas lässt sich benennen, dass die Teilnahme an einem Diskurs prinzipiell allen Menschen möglich ist, ohne dass einzelne Menschen mehr zählen als andere. Bei der Wahrheitssuche geht es am Ende nur um die vorgebrachten wissenschaftlichen Argumente und nicht um politischen Einfluss, den teuersten Anwalt, Erpressung etc. Die Vorstellung davon, dass Wissen und Wahrheit unabgeschlossene, stetig fortlaufende Prozesse sind, entspricht einem modernen wissenschaftlichen Verständnis von Wahrheit und verdeutlicht vor allem die Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Negativ lässt sich benennen, dass sich theoretisch auch mittels vernünftiger Argumente etwas Falsches als Wahrheit beschließen lässt, was dann vielleicht erst später bei einem weiteren Diskurs herauskommt. Darüber hinaus lässt sich natürlich auch die Frage stellen, ob wirklich jeder Mensch tatsächlich fähig ist, an einem Diskurs teilzunehmen. Prinzipiell muss man ja schon über einen großen Wissensbestand bzw. überzeugende logische Argumente verfügen. Das kann vielleicht nicht jeder
in jeder Situation. Als letztes Gegenargument lässt sich benennen, dass ideale Kommunikations- und Sprechsituationen, so wie Habermas sie fordert, mitunter lebensfern sind. In der praktischen Lebenswelt können diese Vorgaben nicht immer eingehalten werden, weil es immer auch persönliche, vielleicht auch gar nicht begründbare Motive gibt, warum man sich für eine Position besonders stark macht. Da lassen sich natürlich Zwänge wie Zeitdruck, Stress oder eben auch Eigennutz benennen. Vielleicht hat man aber auch gar keine Lust, sich auf einen Diskurs einzulassen, weil man die vermeintlich richtige Antwort eh schon kennt. Das war's. Jetzt weißt du, was die Konsenstheorie und ein Diskurs sind. Weitere Videos zu den Unterrichtsthemen von Philosophie und Ethik findest du auf meinem Kanal. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren.